Typische Geschäftsfälle bespreche ich hier die Verbuchung von Löhnen und zwar hinsichtlich des Auszahlungsbetrags. Wir finden hier folgende Angaben vor. Laut Summe der Lohnlisten für den Monat Jänner betragen die Bruttolöhne 28.140 Euro, der Sozialversicherungsdienstnehmeranteil 5.121 Euro und die Lohnsteuer 2.356 Euro. Wir haben zwei Aufgabenstellungen zu erledigen. Im ersten Schritt haben wir den Auszahlungsbetrag zu errechnen. Das ist nichts anderes als die Nettolöhne, also das ist das Geld, das dann die Arbeiter tatsächlich bekommen. Und in einem zweiten Schritt haben wir die erforderlichen Buchungssätze aufzustellen. Beginnen wir mit dem ersten Schritt der Ermittlung der Nettolöhne. Ausgehend von den Bruttolöhnen mit einem Betrag von 28.140 Euro. Davon ziehen wir ab die Sozialversicherung, und zwar den Dienstnehmeranteil in der Höhe von 5.121 Euro und die Lohnsteuer mit 2.356 Euro, ergibt dann eine Summe für die Nettolöhne von 20.663 Euro. Und jetzt sind wir in der Lage, die Buchungssätze durchzuführen. Zuerst die Verbuchung der Löhne. Hier steht im SOL das Konto 6.000 Fertigungslöhne mit dem Betrag von 28.140 Euro. Das ist nichts anderes als die Bruttolöhne. Haben wir drei Gegenbuchungen. Die erste Gegenbuchung ist Verbindlichkeiten Krankenkasse mit dem Betrag von 5.121 Euro. Dann haben wir als zweite Verbindlichkeit die Verbindlichkeiten 3540 Finanzamt. Das ist nichts anderes als die Lohnsteuer. Und zwar mit einem Betrag von 2.356 Euro. Und die dritte Verbindlichkeit betrifft die Mitarbeiter. Und zwar mit der Kontonummer 3850. Das ist nichts anderes als der Nettolohn oder die Nettolöhne. Hier mit einem errechneten Betrag von 20.663 Euro. Und in einem zweiten Schritt haben wir die Überweisung der Löhne, in diesem Fall der Nettolöhne, durchzuführen. Und zwar immer dann, wenn die Verbindlichkeiten weniger werden, stehen sie im Soll. Deshalb 3850 Verbindlichkeiten gegen Mitarbeiter mit einem Betrag von 20.663 Euro an 2800 Bank, ebenfalls mit dem gleichen Betrag. Die Buchungen hinsichtlich der Lohnnebenkosten werde ich dann in einem eigenen Video besprechen. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Viel Spaß beim Einüben und bis bald hier wieder auf diesem Kanal.